Wir haben damals, glaube ich, am Anfang einmal im Quartal eine Update-Diskette ausgeliefert. Teilweise haben uns die Kunden auch ihre Disketten geschickt und wir haben die überkopiert. Und einmal im Quartal hieß damals, da waren vielleicht maximal eine Handvoll neuer Virensignaturen drauf. Es waren jetzt nicht so viele Viren, die im Umlauf waren, aber sie waren schon auch teilweise sehr verbreitet. Ich erinnere mich, damals gab es Zeitungen mit Disketten, die dabei lagen, und da war teilweise die gesamte Auflage der Zeitung mit der Diskette von einem Virus verseucht. Und das war schon auch der Durchbruch, auch wirtschaftlich für uns, wo wir gemerkt haben, da besteht einfach eine unheimliche Nachfrage, weil es einfach einen unheimlichen Leidensdruck auch erzeugt hat bei den Leuten, dass sie plötzlich ihre Computer mit Viren verseucht hatten. Ja, du hast dann noch so eine grafische Benutzeroberfläche dazu gebaut, die es dann jedem ermöglichte, diese Software zu benutzen, um selbst nach Viren zu suchen und Viren zu entfernen. Die Maus ist nicht mehr besonders gut. Ja, konnte dann eine Diskette einlegen. Und in diesem Fall hoffentlich sagt er uns, dass die Diskette virenfrei ist. Wunderbar. Wir haben tatsächlich unserem Produkt, glaube ich, Diskettenaufkleber beigelegt oder auch, glaube ich, Disketten, wo dann unsere Kunden einen gefundenen Virus oder eine Unstimmigkeit draufgespielt haben und uns per Briefpost wieder zurückgeschickt haben. Ja, das war ja damals auch die Geschwindigkeit, auch die, was du gesagt hast, die Ausbreitung der Viren, die fand ja nicht so wie heute statt innerhalb von Minuten oder Stunden im Internet, sondern durch den Austausch von Disketten erfolgte die Virenverbreitung und dementsprechend war das doch relativ langsam und behäbig natürlich, bis so ein Virus sich dann mal verbreitet hat. Ich glaube, es war der Dr. Popp hieß der wurde später auch verhaftet deswegen. Der hat tatsächlich 20.000 Disketten kopiert und auf Kongressen verteilt, auf medizinischen Kongressen. Und die Erpressung lief damals darüber, dass man diese $200 in einem Briefumschlag an eine Adresse nach Panama schicken sollte. Was wohl auch tatsächlich Leute getan haben.